Rund um den Dreikönigstag stand erneut die Debatte um das Schminken von Kindern in Schwarz zur Debatte. Schließlich ziehen sie als Sternsinger von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. Aber das Kindermissionswerk der Sternsinger spricht sich schon seit Jahren gegen Blackfacing aus. Es ist politisch nicht korrekt. Doch die Gegenseite argumentiert, dass die sogenannte Wokeness in der Gesellschaft Überhand nehme. Wir haben eine Gruppe von Sternsingern im bayerischen Heroldsberg begleitet. Wollen wir mit unserem Lied Licht sein für die Welt? Alle Jahre wieder ziehen die Sternsinger von Tür zu Tür, segnen Häuser und Wohnungen und sammeln Spenden für Kinder aus der ganzen Welt. Sie verkleiden sich als Kaspar, Melchior und Balthasar, die heiligen drei Könige. Lange Zeit war es üblich, dass sich eins der Kinder das Gesicht schwarz schminkt, um einen afrikanischen König darzustellen. Doch davon wird immer häufiger Abstand genommen. Bei uns ist die Vorgabe vom Sternsinger e.V., dass es nicht mehr gewünscht ist, dass sich die Kinder anmalen. Bei uns hier in der Gemeinde ist es so, wenn ein Kind es möchte, darf es sich noch schminken. Aber wir haben jetzt bei unseren 34 Gruppen keine geschminkten Kinder mehr dieses Jahr. Vom katholischen Kindermissionswerk, das hinter der jährlichen Aktion steht, heißt es dazu, wenn weiße Menschen sich schwarz schminken, wird das zunehmend als verletzend und ausgrenzend wahrgenommen. Schwarze Menschen kommen nicht automatisch aus Afrika. Dieser Sinn, den das Schminken einst hatte, ist heute nicht mehr erkennbar. An der Tradition festhalten oder nicht, in Heroldsberg besteht darüber Uneinigkeit. Man muss einfach die Tradition und einfach die Ursprünge so lassen, ohne dass es jetzt diskriminierend, rassistisch oder in irgendeiner Weise ist. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Es wäre für mich okay, wenn er angemalt ist, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt wichtig. Also bei uns war es früher Tradition. Ich meine, ich kann es auch verstehen, dass es jetzt in der aktuellen Zeit vielleicht nicht mehr so aktuell sein darf, sollte. Das Kindermissionswerk ist überzeugt, sich schwarz zu schminken ist aus der Zeit gefallen. Man müsse bereit sein, Traditionen zu überdenken. Das Schminken sei aber eben nicht automatisch rassistisch, sagt die katholische Autorin Anna Diouf. Weil es zu einem Brauchtum gehört, dass eine dunkelhäutige Person ehren will. Also es gab ja in Europa fast keine schwarzen Menschen, als sich der Brauch des Sternsingens entwickelt hat. Und hier haben ja quasi Europäer entschieden, dass sie einen schwarzen Menschen in ihrem Brauchtum, durch ihr Brauchtum sichtbar machen wollen. Ich kann auch nachvollziehen, dass viele schwarze Menschen das nicht mögen, dass sie diese Darstellungsweise ablehnen. Aber nur weil ich etwas ablehne als Schwarze, was mich betrifft, ist es ja nicht automatisch dann rassistisch. Vergangenes Jahr sammelten die Sternsinger bundesweit über 45 Millionen Euro für benachteiligte und notleidende Kinder ein. Geschminkt oder eben nicht geschminkt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.